Guten Abend. Seit gut einem Jahr hat uns Corona fest im Griff und das Ende ist immer noch nicht so richtig abzusehen. Die Häuser sind voll, die Straßen und Plätze leer. Aber wie sieht es in den Betrieben aus? Wenn das jemand weiß, dann ist es Steffen Hauswirth, der Vorsitzende des Gewerbevereins. Guten Abend. Herr Hauswirth. Hallo, hallo Herr Brehler, guten Abend. Wie sieht es denn bei Ihnen mit dem Corona-Blues aus? Ja, also den Corona-Blues, den gibt es teilweise. Also wenn man die Gesamtheit unserer Betriebe betrachtet, dann ist die Situation sehr... Ich meine jetzt erstmal ganz bei Ihnen persönlich. Bei mir persönlich. Bei mir ist der Blues eigentlich relativ gering. Ich habe seit Anbeginn der Pandemie viel zu tun, nach wie vor. Also bei mir ist alles im grünen Bereich und ich hoffe, es bleibt so. Ja. Was fehlt Ihnen denn persönlich am meisten in dieser Zeit? Ja, einfach, dass man raus kann mit der Familie. Also wir machen sehr gerne Ausflüge. Wir gehen auch oft nach Frankreich oder so. Das kann alles leider nicht stattfinden im Moment. Aber insgesamt kommen wir eigentlich in unserer Familie ganz gut klar. Also noch. Ja, essen gehen. Fällt auch weg, ist auch immer sehr schön. Haben Sie mehr gekocht in der Zeit? Ja, wir haben mehr gekocht, wobei wir immer sehr viel selber kochen. Natürlich ab und zu holen wir Essen to go oder gehen halt auch am Wochenende essen. Also wenn wir weggehen, dann eigentlich eher am Wochenende. Unter der Woche ist da eigentlich wenig Zeit dafür. Und so der Kontakt zu Freunden, Kollegen, fehlt ja nicht? Der funktioniert jetzt halt online über Telefon oder über WhatsApp, je nachdem, über E-Mail. Also ich habe viele Freunde, die sind sowieso nicht hier, die sind weiter weg. Insofern hat sich da weniger geändert. Aber natürlich die Freunde, die ich hier habe, die würde ich auch gern mal wieder sehen, ja, in echt. Also das ist schon so. Sie haben zwei Kinder, zwei Töchter. Wie ist es mit der Schule? Also die beiden Töchter machen beide Homeschooling. Bei uns funktioniert das eigentlich im Großen und Ganzen gut. Wir haben, klar, die technischen Voraussetzungen sind da. Es gibt das eine oder andere Problemchen, aber nichts, was jetzt nicht lösbar wäre. Vielleicht für diejenigen, die Sie nicht kennen, was machen Sie beruflich? Also beruflich bin ich Inhaber einer Werbeagentur mit dem Schwerpunkt Programmierung von Internetseiten, Online-Marketing. Ich habe mich ein bisschen spezialisiert auf Internetseiten für Juweliere. Da betreue ich bundesweit um die 200 Internetseiten. Und da geht es einfach darum, die Juweliere, die ja auch Einzelhändler sind, vor Ort dann in ihrer Stadt bei Google auf gute Rankingplätze zu bringen und denen halt dann auch die Kunden vom Internet ins Geschäft zu bringen. Ich habe heute zum Beispiel so ein Click und Collect oder Click und Meet Modul programmiert, das dann in diese Internetseiten automatisch eingespielt wird, weil es halt im Moment eine relativ große Nachfrage von Kunden für diese Option gibt. Ja, und das ist halt für alle extrem wichtig, dass sie das halt auch auf ihrer Internetseite dann anbieten können. Da höre ich schon raus, dass die Digitalisierung, von der alle reden, also die jetzt durch diese Zeit auch einen besonderen Schub bekommen hat, dass das bei Ihnen auch angekommen ist? Ja gut, bei mir selber ist es schon lang angekommen. Ja, ich habe also schon sehr lange ein fast papierloses Büro. Ja, ich mache alles online. Ich sitze den ganzen Tag eigentlich nur am Rechner und bin am Programmieren oder E-Mails schreiben oder sonst was. Also bei mir ist es immer schon so und ich finde das auch wichtig, ja, dass in Deutschland das vorangeht, dass vor allem halt viele Meetings online stattfinden. Also man kann wirklich viel online oder ins Internet verlagern. Da gibt es schon Möglichkeiten. Natürlich kann das nicht den echten Kontakt ersetzen, aber in vielen Fällen ist es halt einfach schneller, praktischer, es sind kürzere Wege, niemand muss in der Gegend rumfahren. Das ist auch gut für die Umwelt, also insofern, oder auch im Schulbereich, ja, also als meine Tochter in die Schule kam, da war ich überrascht, wie wenig in der Schule digital läuft. Also da war vieles noch so, wie ich
als ich in der Schule war und Abitur gemacht habe. Ja, und da gibt es einen großen Nachholbedarf. Und aber Tafeln haben Sie keine mehr gehabt? Also Ihre Kinder? Also unsere Kinder, die haben auch noch Tafeln. Ja, klar, haben sie auch noch. Ja. Jetzt wollte ich ja gerne mit Ihnen sprechen, nicht nur, weil Sie sich im Internet gut auskennen, sondern auch, weil Sie der Vorsitzende des Gewerbevereins Finstal sind und ich mir davon versprochen habe, dass Sie einen gewissen Einblick in die Situation der Finstaler Betriebe haben, die ja sicher auch unter dieser Krise, unter den Lockdowns, unter den ganzen Einschränkungen, die es geschäftlich gibt, zumindest ein Teil deutlich leiden, oder ist es nicht so? Doch, das ist richtig. Also die Betonung liegt halt auf ein Teil. Also man muss das wirklich differenziert betrachten. Der Gewerbeverein, der hat 137 Mitgliedsbetriebe und davon geht es vielen noch relativ gut, ja, bis sehr gut, würde ich sagen. Natürlich gibt es einen allgemeinen Wachstumsrückgang durch Corona, der wird sicher halt auch hier nach Finstal durchschlagen, aber es gibt halt wirklich viele Betriebe, die haben noch genug Arbeit. Manche haben sogar von der Krise profitiert und haben noch mehr Arbeit. Bei manchen ist es so, dass einzelne Bereiche, Geschäftsbereiche durch Corona betroffen sind. Andere haben dafür wieder Zuwächse. Also das ist wirklich sehr differenziert zu betrachten. Was aber natürlich oder für wen es halt natürlich sehr schwierig ist und was wirklich hart ist, ist für alle, die halt schon lange geschlossen haben oder die halt zwischendurch zeitweise im Lockdown waren, die trifft es sehr hart. Gibt es denn so typische Verlierer und typische Gewinner dieser Situation jetzt? Ja gut, ich meine, wenn man Karlsruhe anguckt, da gibt es halt viele IT-Firmen, die sind mit Sicherheit die Gewinner. Dann der Lebensmitteleinzelhandel, der profitiert auch, wenn die Gastronomie geschlossen hat, dann wird mehr daheim gekocht und mehr eingekauft, mehr Geld ausgegeben für gute Lebensmittel, für nachhaltige Lebensmittel. Es gibt ja die Computerbranche halt auch und natürlich gibt es auch die Online-Händler, die davon profitieren. Die sind natürlich bei uns nicht Mitglied. Ja. Wie sieht es mit Kurzarbeit aus? Kurzarbeit, soweit ich weiß, ist es in einzelnen Bereichen war es der Fall, aber es ist halt natürlich auch dort, wo die Betriebe halt betroffen sind. Da gibt es die Kurzarbeit, da müssen die Leute in Kurzarbeit schicken und bei allen anderen läuft es aber, also die haben alle viel zu tun, die sind voll in Arbeit. Gibt es denn auch in Finstal Betriebe, die in ihrer Existenz gefährdet sind? Also wir haben einen Fall, das ist die Firma Rettinger, die musste Konkurs anmelden. Das ist aber ein Einzelfall. Sonst ist mir eigentlich nichts bekannt. Soweit ich das überblicken kann, kommen die Betriebe alle durch die Krise durch. Und die Gaststätten, weil die haben ja nun schon lange Lockdown, dürfen niemanden mehr reinlassen. Und im Moment sieht es ja auch nicht so aus, als ob sie bald öffnen können. Ja, genau. Also für die ist es, glaube ich, besonders hart. Und da hängt auch viel davon ab, was die Politik macht. Also vor allem, dass es halt, also es gibt ja die Variante, dass man nun alles öffnet. Ja, da gibt es ja steigenden Druck in der Öffentlichkeit. Das wäre die eine Lösung. Aber das birgt halt immer das Risiko, dass man dann wieder einen neuen Lockdown bekommt. Und sowas wäre natürlich für die Gastronomen auch fatal. Da würde das bisschen Öffnung jetzt nicht reichen. Also insofern, was bleibt, ist eigentlich eine gute finanzielle Unterstützung durch den Staat. Die ich wollte gerade fragen, wie sieht es damit aus? Ja gut, versprochen wurde es. Ankommen tut es leider nicht pünktlich. Ja, also da gibt es ein paar, da kam alles pünktlich. Aber viele, die haben Abschlagszahlungen erhalten und die warten immer noch auf ihr Geld. Und dann ist es halt so, manchmal ist die Hilfe ausreichend, beim anderen nicht. Und insgesamt ist es halt ein Flickenteppich. Sind Sie gerade im Ton weg oder sind Sie noch da? Relativ kompliziert. Hallo? Ja, jetzt haben wir gerade eine Störung. Reden Sie ruhig weiter. Können wir wo mache ich jetzt weiter? Also es ist so, dass die
dass die Beantragung halt, die ist relativ kompliziert. Und deshalb haben ja auch manche Betriebe gesagt, bloß keinen neuen Lockdown, weil dann müssen wir alles wieder neu beantragen. Und dann lassen wir lieber zu, bis es dann auch sicher ist, dass das funktioniert mit der Öffnung. Von was leben denn die Betriebe, wenn auch die staatlichen Hilfen spät kommen oder vielleicht auch zu gering kommen? Ja, da bleibt eigentlich nur noch die Rücklage. Also das ist ohne Rücklagen, das haben ja alle bestätigt, hätten die Betriebe schon geschlossen. Das heißt halt, alles, was sich ein Unternehmen über Jahre erwirtschaftet hat und den Gewinn, ja, das ist ja eigentlich der Lohn ist der Arbeit, das wird nun eingesetzt, um im Prinzip das Unternehmen am Laufen zu halten. Und gerade bei den Friseuren ist es so, die haben halt in der Regel eher wenig Rücklagen und da also kann es jetzt, also nicht in Finstal, aber generell bei den Friseuren kann es sein, dass da halt viele Betriebe vielleicht in ein paar Monaten erst schließen müssen, weil die halt einfach die Kredite, die sie jetzt aufnehmen, nicht bedienen können. Das trifft aber jetzt nicht für unsere Betriebe zu, aber das ist halt, jeder lebt von seinen Rücklagen. Es gibt manche, die haben sogar gar keine Hilfe beantragt, die haben das aus eigener Kraft geschafft. Ja, und was halt einen kleinen Teil auffängt, das ist halt bei den Gastronomen, die Essen to go, ja, das ist, oder halt Click and Meet und solche Sachen oder Click and Collect bei der Buchhandlung oder bei der Frau Luhmann Spielwaren. Das sind, da kann man immer noch Umsätze generieren, aber natürlich bei weitem nicht das, was normal. Damit kommen die aber doch wohl kaum auf ihre Kosten, oder? Nein, das ist... Das hört man ja auch immer in den Medien. Ich meine, jeder tut natürlich alles, was möglich ist. Und es ist immer noch besser, sowas zu machen, als überhaupt nichts zu tun und rumzusitzen, ja, und zu warten. Ich glaube, das Warten und Ungewissheit, das ist eigentlich das Schlimmste für einen Selbstständigen. Ja, weil alle sind immer darauf gepolt, dass es nach vorne geht, dass es weitergeht, dass man irgendwie neue Schritte macht, neue Ideen verwirklicht. Und einfach dieses Abwarten, das ist, glaube ich, schlimm. Deshalb machen viele halt was und decken so zumindest einen geringen Teil ihrer Kosten ab. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, und es klingt ja auch immer wieder durch, dass die Stimmung eigentlich angesichts dieser Krise, die ja doch sehr tief geht, vergleichsweise gut ist. Ist das aber nicht vielleicht auch Zweckoptimismus und das bittere Ende kommt dann halt zeitversetzt? Sie haben es eben schon angedeutet, möglicherweise im nächsten Jahr für die eine oder andere Firma? Also Zweckoptimismus würde ich das nicht nennen. Ich würde es eher Vernunft nennen. Also vor allem bei Betrieben, ich habe mit etlichen gesprochen, auch im Hinblick auf dieses Interview, vor allem mit denen, die jetzt geschlossen haben. Und da muss man wirklich sagen, die sind alle sehr vernünftig und ertragen das quasi mit Bravour, die leiden darunter, aber wissen halt auch, dass die Maßnahmen notwendig sind und auch sinnvoll sind. Und da kann ich jetzt eigentlich so Zweckoptimismus, das ist schon alles sehr realistisch. Jeder weiß, wann es weitergeht und wann Schluss ist und wie lange er noch durchhält. Und es ist jetzt einfach Aufgabe der Politik, da wieder Lösungen zu finden. Und wenn es keinen Lockdown gibt, dann muss halt die finanzielle Unterstützung da sein. Da haben Sie ja gleich das richtige Stichwort genannt, die Politik. Als die Corona-Krise anfing, da haben wir ja alle gedacht, naja gut, es wird bis in Sommer reinreichen, aber der Urlaub wird gerettet sein. Dann war das nichts mit dem Urlaub. Dann hieß es, naja gut, jetzt setzen wir im Herbst nochmal, strengen wir uns nochmal richtig an und dann ist aber vorbei und dann ist aber gut. Es war dann irgendwie auch nichts. Dann kam der Lockdown über Weihnachten, wo alle schon gedacht haben, naja gut, Ende Januar, Anfang Februar geht es wieder richtig los. Inzwischen gab es ja auch die Impfstoffe gab es dann inzwischen. Es zieht sich ja doch verdammt lange hin inzwischen. Und die Politik, ich weiß nicht, wie schätzen Sie es ein? Können Sie da eine Strategie erkennen oder wird sich da sozusagen von Monat zu Monat gehangelt? Ja gut, die Strategie ist meines Erachtens auf Sicht fahren, ja, gerade weil
es wenig Erkenntnisse gibt über das Virus. Und jetzt ab Weihnachten war ja dann diese britische Mutante wieder ein Faktor, wo auch keiner genau wusste, wie sich das entwickelt. Also ich glaube, dass man da auch, dass es in vielen Schritten vielleicht wenig Sinn macht, eine Strategie vorzugeben, wenn man weiß, man kann die gar nicht einhalten, sondern man kann immer nur reagieren. Man kann ja nicht agieren, man kann reagieren. Aber was mich enttäuscht, ist halt, dass wir bei der Impfung so schleppend vorankommen. Ja, also das ist ja eigentlich der Rettungsanker für alle. Das ist die Impfungen, das sind die Tests. Ja, die Tests gibt es jetzt endlich, die Impfungen hoffentlich bald auch. Aber da hätten wir eigentlich oder müssten wir jetzt eigentlich schon viel weiter sein. Und wenn alle geimpft wären, dann könnten auch die Geschäfte mehr öffnen. Ja, also das ist ich will jetzt nicht sagen, die Politik hat versagt, aber das hätte man besser machen können oder müssen. Also ich habe gerade heute eine interessante Erfahrung gemacht, weil ich die letzten Tage auch mal versucht habe, so einen Impftermin zu bekommen, weil ich zur zweiten Gruppe gehöre und weil ich gelesen hatte, dass inzwischen verschiedene, die deutlich jünger sind als ich, jetzt, wenn sie in Heimen arbeiten und dergleichen, dass die auch zur zweiten Gruppe gehören und dass die jetzt geimpft werden. Also habe ich einen Impftermin bekommen, sehr kurzfristig, war schon ganz glücklich. Bin dann da hingekommen und dann war es nichts. Dann hat man mir gesagt, ja, die können, aber sie können nicht, weil sie jetzt nicht in einem Pflegeheim arbeiten oder als Lehrer oder als sonst was. Und gut, die Enttäuschung hielt sich in Grenzen, weil ich schon mit einer gewissen Skepsis dahin bin, einfach auch mal sehen wollte, wie das geht. Der Ablauf war relativ zügig, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass ich dann auch wirklich geimpft werde. Das ist schon irgendwo enttäuschend, wenn man da hinfährt, in der Hoffnung und denkt eigentlich, das wäre doch jetzt gut und dann wieder unverrichtete Dinge zurückfährt. Und da sind schon noch einige außer mir auch wieder zurückgefahren, ohne dass sie geimpft worden sind. Also man hat schon das Gefühl, dass da vieles nicht so hundertprozentig gut läuft. Da gibt es sicher gute Gründe dafür, das ist eine immense Aufgabe. Aber wie geht es Ihnen persönlich? Sie haben es ja eben schon angesprochen, gerade beim Impfen hat man schon auch das Gefühl, dass so beim Bestellen der Impfstoffe, wie das dann angegangen worden ist, da irgendwie doch eine Menge an Sand im Getriebe war. Ja gut, ich denke halt, das liegt daran, dass halt EU-weit bestellt wurde und die EU hat da einfach viel Zeit verloren. Wie es jetzt persönlich bei uns ist, also in meiner Familie, da wünsche ich mir, dass meine Eltern bald geimpft werden. Sie sind beide über 70, aber also die kommen dann in der nächsten Gruppe dran. Wir in der Familie, wir kommen dann natürlich zum Schluss irgendwann dran. Was ich aber machen werde, ist mir möglichst viele Tests zu besorgen, einfach um Gewissheit zu haben, wenn die Kinder in die Schule gehen, ob die sich infiziert haben. Und dann, wenn man getestet ist und weiß, man hat kein Corona, dann hat man halt auch mehr Möglichkeiten, sich innerhalb der Familie oder mit Freunden wieder zu treffen. Und das werden wir in jedem Fall nutzen. Wie beurteilen Sie denn die Beschlüsse dieser Woche, die Bund-Länder-Beschlüsse und die, Sie haben es vorhin schon angesprochen, ja, teilweise Öffnungen, teilweise dann doch nicht, dann die Inzidenz von 50 wieder statt 35, aber wenn es dann an 100 ist, dann werden die Öffnungen wieder zurückgenommen. Wie wirkt das auf Sie oder wie wirkt das möglicherweise auch Ihre Kollegen auf Ihre Kollegen im Gewerbeverein? Haben Sie da eine Einschätzung? Gut, wie es auf alle wirkt. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich glaube, die Politik ist da in einem gewissen Dilemma. Die spüren, dass es halt den Druck gibt, dass viele jetzt quasi, dass es notwendig ist auch für die Wirtschaft, dass jetzt wieder geöffnet wird. Aber es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Es ist einerseits besteht der Druck, dass man öffnet. Andererseits geben das die Zahlen eigentlich nicht her. Und jetzt haben sie halt eine Lösung gemacht, die differenziert, die halt sich nach den Zahlen richtet und dann auch regional unterschiedlich eingesetzt wird. Und ich finde, jetzt sollte man nicht kritisieren, dass man jetzt sagt, das sei ein Flickenteppich oder sonst was, ja, weil primär geht es ja mal darum,
dass dort, wo die Betriebe öffnen können, dass es dort auch ermöglicht wird. Und jeder, der öffnet, der nimmt ja dem anderen, der geschlossen hat, nichts weg. Ja? Das heißt, man muss es so regeln, dass möglichst viele öffnen können. Und es geht halt nur, wenn man regional differenziert und wenn man dann halt sich auch nach den Werten richtet. Ja, die Inzidenz ist halt der Wert, den die Politik nimmt. Er ist halt so 100% aussagekräftig nicht, ja, weil er ja davon halt auch abhängt, wie viel getestet wird. Also das heißt, die müssen halt noch andere Faktoren heranziehen. Das machen sie ja auch. Ich meine, soweit ich das überblicken kann, ich bin jetzt kein Corona-Experte und ich bin auch kein besserer Bundestrainer oder sowas, ja, aber ich denke, dass das schon alles in allem vernünftig ist. Und es geht einfach darum, dass wir alle uns so gut wie möglich daran halten und gucken, dass wir uns nicht anstecken. Ja? Und je besser wir das alle als Bürger machen, desto schneller ist der Spuk dann auch vorbei. Und es müssen halt die Impfstoffe kommen. Das ist halt der zweite Faktor, der halt, also das muss einfach schneller gehen jetzt. Ja, aber ich glaube, was ja im Moment gerade durchaus kontrovers diskutiert wird, ist, wenn man jetzt so einen Mittelweg geht, weil der öffentliche Druck einfach sehr groß ist zu öffnen, riskiert man ja möglicherweise wirklich noch den dritten Lockdown. Richtig, und ja. Das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Also dann hat man das, was man jetzt den Menschen anbietet, dann muss man dann doch wieder zugestehen, ja, das war es dann doch nicht. Wir müssen jetzt wieder einen Lockdown. Das ist ja dann für die Betriebe zum Beispiel auch verheerend. Richtig, ja. Also das ist auch eine Aussage, die ist mehrfach gefallen. Nichts schlimmer, wie wenn wir jetzt für ein paar Wochen öffnen und dann wieder schließen müssen und alles von vorne losgeht. Aber das ist halt ein Dilemma, in dem sich die Politik befindet. Und es ist einfach eine Gratwanderung. Ich persönlich weiß auch nicht, wie ich das besser jetzt lösen, wie man das besser lösen könnte. Ja? Also man muss halt einfach, und das wird ja auch klar gesagt, man muss auf die Zahlen achten. Und wenn die Zahlen irgendwo hochgehen, dann muss halt wieder geschlossen werden. Ja, aber das ist dann kein genereller Lockdown, sondern das ist halt so ein Auf und Ab. Und ich persönlich weiß nicht, wie man das jetzt anders machen könnte. Also alles aufmachen wäre jetzt keine Option, aber alles jetzt geschlossen halten ist auch keine mehr. Also Sie gehen da durchaus konform mit dem, was jetzt beschlossen wurde? Ja, mehr oder weniger, ja. 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 Jetzt haben Sie es selber angesprochen, weil Sie schon in dieser Richtung gearbeitet haben. Ist denn Click and Meet, also das heißt, ich mache einen Termin im Laden auf und gehe dann hin für eine feste Zeit mit meiner Familie meinetwegen, ist das in Ihren Augen ein realistischer Ansatz, um die Geschäfte über die Krise zu bringen? Also ob er die Geschäfte komplett über die Krise bringt, das wage ich zu bezweifeln, aber es ist halt im Moment der einzig sinnvolle Weg. Ja, das ist so, dass die Leute natürlich, gibt es ja immer noch Konsum und der Einzelhandel, der stationäre Einzelhandel, der braucht halt Konzepte, um gegen Amazon und die ganzen Online-Händler bestehen zu können. Und da gibt es halt viele Betriebe bei uns, die führen Produkte, da ist es halt wichtig, dass man vor Ort sich beraten lässt, ja, dass man die Dinge angucken kann, anfassen kann. Es gibt Dinge, die kann man im Internet gut bestellen, die sind immer gleich, da muss man nichts gucken, da bestellt man das halt einfach. Aber andere Sachen, die will man halt sehen oder muss man sehen. Und jetzt gerade bei den Juwelieren, für die ich arbeite, ja, wenn jemand Trauringe bestellt, dann muss er die anprobieren, dann will er die sehen, die kosten halt auch entsprechend und sowas gibt niemand online aus. Insofern muss er ins Geschäft gehen und dann führt halt der Weg über die Online-Recherche erstmal. Also es sei denn, man kennt einen Händler, weil er so eingesessen ist am Ort oder in der Stadt, aber wenn die Stadt halt größer wird, dann geht der Weg immer übers Internet und dann ist halt Click und Collect eine gute Variante. Natürlich die Umsätze. Also mir hat jetzt einer von unseren Betrieben gesagt, das ist die doppelte Arbeit und der halbe Umsatz. Ja, aber es ist immer noch besser, als überhaupt nichts zu machen. Und wenn sich das dann auch nach Corona etablieren würde, dass also sich Click und Collect oder Click und Meet halt auch durchsetzt bei uns,
dann hätten die Händler auch gewonnen dadurch, weil dann haben sie eine Möglichkeit, gegen den Onlinehandel auch was entgegenzusetzen. Das ist ja wahrscheinlich vor allem im Moment auch eine moralische Unterstützung. Das auch, ja. Also es gibt es durchaus, wird auch von vielen bestätigt, dass die Kunden halten den Betrieben die Stange. Und also gute Kunden, die rufen dann auch an und dann wird halt auch telefonisch über WhatsApp oder über Facebook oder wie auch immer beraten und dann wird auch was gekauft. Und das ist was man schon beobachten kann oder auch sagen kann, dass die Kunden hier in Finstal eigentlich den Geschäften die Stange halten. Das ist sehr erfreulich. Konnte denn der Gewerbeverein hilfreich sein jetzt in diesem Jahr der Corona-Pandemie? Ja, ich denke schon. Ich meine natürlich, der Gewerbeverein, der vergibt keine Subventionen und macht keine Politik oder sonst was. Aber wir haben halt zum Beispiel, wir veranstalten ja jährlich die verkaufsoffenen Sonntage mit der Kirchweih. Und da konnten wir die Veranstaltung halt oder mussten wir die nicht ausfallen lassen, sondern haben halt eine Aktion gemacht, dass die Bürger quasi ihre Kirchweihgerichte und die Angebote aus den Geschäften dann trotzdem beziehen können für eine Woche. Und dadurch hatten wir halt keine Veranstaltung, sondern wir haben diese Aktion über eine Woche in dem normalen Geschäftsbetrieb veranstaltet. Und wir haben natürlich am Anfang vor allem Informationen an die Betriebe per E-Mail-Verteiler rumgeschickt. Also mittlerweile sind ja die Kammern und die Verbände sehr gut organisiert. Am Anfang war das nicht so. Da waren wir vom Gewerbeverein eigentlich fast noch schneller als jetzt die Handwerkskammer oder die IHK mit nützlichen Informationen. Viel hat uns auch die Gemeinde zugespielt. Wenn die was erhalten hat, dann kam das an mich und ich habe es dann weiterverteilt. Also insofern, in unserem Rahmen können wir was bewirken. Aber natürlich sind wir jetzt kein Verband, der so irgendwelche Mittel zur Verfügung hat. Es ist ja ein Zusammenschluss der Betriebe hier der Unternehmen, der Betriebe, der Firmen hier in Finstal. Was haben Sie sich denn als Ziel gesetzt? Jetzt mal auch ganz unabhängig von Corona. Ja, unser Ziel ist halt einfach, dass wir... Also mal ganz konkret, wir wollen eine Gewerbeschau veranstalten. Die letzte Gewerbeschau, die war sehr erfolgreich. Wir hatten so eine Art Straßenfest mit Pagodenzelten an der Straße am Bildungszentrum. Die sollte eigentlich jetzt letztes Jahr stattfinden, musste wegen Corona abgesagt werden. Das wird unser nächstes wirklich großes Projekt sein. Wann, wissen wir aber noch nicht. Wir warten ab, bis Corona klar vorbei ist. Also wir brechen da nichts übers Knie. Die Leute sollen mit einem guten Gefühl dahin gehen können. Wir haben viele ältere Besucherinnen und Besucher und für die ist es halt wichtig, dass das sicher ist. Dann direkt jetzt im Anschluss, falls es wirklich mal jetzt wieder so weit kommt, dass alle Geschäfte öffnen können, wollen wir eine Aktion Einkaufen im Ort machen, also wo wir einfach die Kundinnen und Kunden belohnen möchten, wenn sie wieder in die Geschäfte hier vor Ort gehen und hier einkaufen. Und über die Zeit generell wichtig ist es uns, dass wir halt einfach den Zusammenhalt der Betriebe untereinander stärken und dass wir uns gemeinsam für unsere Gemeinde und für unseren Standort einsetzen. Also es ist für uns in unserem aller Interesse, dass halt die Gemeinde Finstal sich positiv entwickelt und dazu können auch wir unseren Beitrag leisten. Würden Sie denn sagen, dass Finstal ein guter Standort ist? Ja, generell schon. Ja, also einfach, weil wir in einer super Region liegen. Also hier uns geht es viel besser, ja, wie sonst in anderen Bereichen des Landes. Das kann man schon so sagen. Der Nachteil von Finstal ist halt, dass wir ein Tal sind. Das heißt, die Fläche auch für Gewerbegebiete ist halt sehr begrenzt. Und hoffentlich kommt irgendwann mal die Umgehungsstraße, dass das Verkehrsproblem endlich gelöst wird, weil unter dem leidet die komplette Gemeinde und natürlich auch leiden unsere Betriebe, wenn man das mal volkswirtschaftlich betrachtet, wie viele Millionen Arbeitsstunden und oder auch Zeit, ja, Zeitverluste
durch Stau da entstanden sind über diese 30, 40 Jahre, das kann also niemand bemessen. Insofern muss ich da eigentlich was. Eigentlich persönlich Spaß und es ist ein Anreiz für den Gewerbeverein, als Vorsitzender zu agieren. Sie machen das ja mittlerweile seit 15 Jahren. Ja, also mir macht es immer noch Spaß, ja, kann man so sagen. Es ist manchmal halt, das ist aber in jedem Verein so, ja. Es braucht immer ein paar Leute, die irgendwelche Dinge ankurbeln. Und dann muss man halt hoffen, dass man genügend Mitstreiter findet, die das dann auch annehmen und mitmachen. Und da ist aber der Gewerbeverein genauso wie jeder andere Verein auf seine Mitglieder angewiesen. Und da gibt es natürlich eine allgemeine Tendenz, dass jeder, sagen wir mal, sich mehr um sich selber kümmert und weniger bereit ist, sich für die Gemeinschaft einzubringen. Aber bisher, alles, was wir jetzt so auf die Beine stellen, da bekommen wir die Leute immer noch motiviert. Und ich bin froh, dass da auch immer sehr viele mitmachen und mithelfen. Gibt es dann etwas, was in Ihren Augen die Mitglieder im Gewerbeverein besonders auszeichnet? Ist es ein Zweckbündnis? Ist es ein geselliger Verein? Oder was bringt die Menschen dazu, sich in diesem Verein zu organisieren? Ja, also ich gehe mal zurück in die Geschichte. Der Gewerbeverein, der hat sich 1980 gegründet, weil es hier in den Salzwiesen, wo mittlerweile der Pistons Getränkemarkt ist, in diesem Gebäude wurde ein Supermarkt, hat ein Supermarkt eröffnet. Und das war halt dann die Befürchtung der Einzelhändler im Ort. Und die hatten halt Angst um ihre Existenz. Es hat auch tatsächlich mussten ein paar schließen und aus diesem Grund wurde der Verein gegründet. Und heute ist es so, dass die Betriebe eigentlich Mitglied werden, nicht mit einer Anspruchshaltung immer, mir muss das was bringen oder ich benötige einen Vorteil oder bekomme jetzt meinen Millionenauftrag, weil ich im Gewerbeverein bin. Das ist nicht der Fall, sondern es geht darum, dass man sich halt auch im Prinzip gemeinsam engagiert und gemeinsam etwas bewirken kann. Ja, es ist für uns, also wir wollen ja auch als Betriebe, dass Leute hier bei uns arbeiten, dass sich junge Menschen für eine Ausbildungsstelle bei uns bewerben. Und das funktioniert halt nur, wenn die Gemeinde halt auch attraktiv ist und attraktiv bleibt. Wenn hier alles tot wäre im Punkto Einzelhandel oder so, dann ist die Gemeinde halt auch weniger attraktiv. Und insofern ist das eigentlich unsere Aufgabe. Und wir haben auch viele Betriebe, die jetzt aus Handwerk oder Industrie kommen, die aber das trotzdem unterstützen, also auch wenn sie jetzt direkt dadurch keinen finanziellen Vorteil haben. Aber sie unterstützen so halt die Art. Richtig. So eine Art Gemeinsinn? Genau, Gemeinsinn. Also gesellschaftlich, ein gesellschaftlicher Verein, sodass wir uns regelmäßig treffen oder so, ist der Gewerbeverein nicht. Ja, also dafür, wir haben eine Hauptversammlung und wir treffen uns halt eher zufällig oder die Handwerker treffen sich auf der Baustelle oder so, da tauscht man sich aus, aber wir haben jetzt keinen Stammtisch oder sowas, das funktioniert nicht, da kommen auch zu wenige, die haben zu wenige dafür Zeit. Also bei uns läuft es eher so, dass man dann telefonisch oder per E-Mail Kontakt hat, wenn man dann gemeinsam etwas plant. Aber trotzdem gibt es einen Zusammenhalt. Ja, auf jeden Fall. Und also der ist mir auch wichtig. Ja, man sieht es in anderen Gewerbevereinen, die sich zerstreiten wegen irgendwelchen komischen Gründen. Ja, und dann zum Schluss bringt der Verein überhaupt nichts mehr auf die Reihe. Also bei uns ist es so, wir verstehen uns alle wirklich gut. Wir gehen alle fair und offen miteinander um. Und das ist mir auch ganz wichtig und auch den anderen Vorstandsmitgliedern, ja, dass das halt so bleibt. Also wir wollen immer eine gute Gemeinschaft. Ich meine, Sie haben ja nicht immer hier in Finsthal, glaube ich, gelebt. Finden Sie, dass Finsthal ein guter Ort ist, um hier zu leben? Also doch, ich habe schon immer in Finsthal gelebt. Meine Frau nicht, die kommt aus Sambia, aber ich fühle mich eigentlich hier wohl. Ich habe zwischendurch, habe ich schon mal mit dem Gedanken gespielt, auch wegzugehen, aber ich bin dann doch hier geblieben.
und habe es eigentlich jetzt nicht bereut. Ja, also ich finde das gut hier. Ich finde es halt wichtig, dass es nah an Karlsruhe liegt oder dass man halt auch schnell zum Beispiel in Straßburg ist, in der Pfalz, in Frankreich. Ja, das ist für mich eigentlich wichtig. Ja, ist eine gute Basis und man lebt hier in einem überschaubaren Rahmen. Das finde ich eigentlich gut, ja, dass man sich gegenseitig auch kennt und so. Das ist mir eigentlich wichtig. Was ist denn das Erste, was Sie tun, wenn Corona hoffentlich bald vorbei ist und man sich wieder frei und ohne Beschränkungen bewegen kann? Das erste Projekt, was machen Sie dann sofort? Sie meinen jetzt privat? Privat, ja. Ja. Was ist das größte Anliegen, was Sie danach machen wollen? Einfach mal irgendwo hinfahren. Einen entweder halt direkt Urlaub, ja, wird wahrscheinlich, hängt ja von den Schulferien ab, aber einfach mal übers Wochenende wegfahren irgendwo hin. Das wird das Erste sein. Dann hoffe ich, dass wir das alle bald machen können und dass sich die unterschiedlichen Entwicklungen, die sich im Moment so breit machen, dass die sich wieder in eine friedvolle, freie Öffnung münden und dass wir bald wieder zu einer Normalität kommen, in der wir uns völlig frei bewegen können. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch bei Ihnen. Es war ganz interessant, denke ich, auch für alle, die nicht so viel von den Betrieben und Firmen hier und ihren Sorgen kennen, vielleicht ganz anregend, da mal drüber nachzudenken, wenn Sie das nächste Mal zum Bäcker gehen. Genau. Also auch ich möchte mich bedanken für die Einladung, für das nette Gespräch. Und ich habe noch einen kleinen Appell zum Schluss an alle Finstalerinnen und Finstaler. Vergessen Sie unsere Betriebe nicht, vor allem die Gastronomen und die, die jetzt geschlossen halten mussten. Und unterstützen Sie die Betriebe mit Ihrem Besuch oder mit Ihrem Einkauf. Und ich hoffe auch, dass wir alle uns bald in einer Normalität wiederfinden und dass unser normales Leben wieder weitergeht. In diesem Sinne, vielen Dank. Und das wünsche ich uns allen. Ich glaube, da ziehen auch alle mit, die jetzt zugeschaut haben oder später zu. Und ich habe auch noch ein Anliegen. Das ist ja eine Initiative, diese Gesprächsreihe jeden Freitag. Die lebt natürlich auch davon, dass sie gesehen wird. Und Sie können etwas tun, dass sie gesehen wird. Zum einen können Sie bei Facebook auf der Seite Finstal Live die Seite liken. Das ist ganz hilfreich. Je mehr das liken, desto besser ist es. Und zum Zweiten würde ich mich freuen über Anregungen zu Personen und Themen zu dieser Reihe. Sie wissen und kennen Menschen, die ich nicht kenne. Und davon lebt natürlich so eine Gesprächsreihe, dass möglichst viele interessante Menschen aus Finstal hier zu Wort kommen und freimütig von ihrer Situation, von ihren Freuden, aber auch vielleicht manchmal von ihren Sorgen berichten können und dass darüber eine Gesprächsreihe in Finstal zustande kommt, die mir Spaß macht und die hoffentlich Ihnen auch Spaß macht. Und da bedanke ich mich ganz herzlich dafür. Dann tschüss. Tschüss.